So feiert nur ein Extremartist seinen Geburtstag. Für seinen 50. hat sich der Freddy Nock etwas Spezielles einfallen lassen. 1,7 Kilometer wird er ungesichert über die Seile der Schildhornbahn laufen. Ein Teil davon blind. Für das zieht er mitten auf dem Drahtseil einen blickdichten Helm an und läuft weiter. Bei einem Fehler würde er rund 200 Meter in die Tiefe fallen. Ein halbes Jahrhundert Lebenserfahrung hilft ihm dabei, cool zu bleiben. Bevor mir etwas passiert, um mich fangen und dann kann man mich retten, das ist ganz sicher. Also ich sehe nie eine Gefahr, dass ich abstürzen würde. Wollte ich auch nicht sehen. Ich habe zu viel Erfahrung mit den Zeugen, aber es kann halt immer etwas sein, das ist klar. Seine Erfahrung ist es dann auch, ihn zwingt, seinen Geburtstag schon abzubrechen. Nach 600 Metern wird sogar für den Hochseilartist zu gefährlich. Das Seil ist vereist, ein Weiterlaufen für ihn zu riskant. Meine Erfahrung ist dann auch, zum sagen, stopp, lieber aufhören, oder? Und nicht weitermachen, es bringt dir nichts. Wenn ich in die Steige reinkomme, dann kannst du vergessen, der Rutsch ist nochmal ab. Oder? Auch seine Frau ist froh um die Vernunft von Freddy Nock. Wenn er einer wäre, so ein Draufgänger, der etwas beweisen den anderen oder ein bisschen Show machen, dann könnte ich nicht hier rein sein und zuschauen. Ein bisschen Show muss aber natürlich trotzdem sein. So haben ihn auch die schlechten Wetterbedingungen nicht davon abgehalten, rückwärts auf dem 4 cm dicken Seil zu balancieren.